mitten in der Vernehmung. Insofern können wir noch nichts Abschließendes sagen, aber bis hierhin muss man sagen, dass leider an den entscheidenden Stellen, die uns interessieren, in den Zeiten, in denen Herr Hanning verantwortlich war, sich doch wieder Erinnerungslücken auftun. Viele der Gefahren, die damals auch innerhalb des BND gesehen wurden, haben sich leider verwirklicht. Das wissen wir heute. Es ist zu Übergriffen gekommen bei diesen Datenzugriffen. Es hat schwere rechtliche und tatsächliche Probleme gegeben. Und was ich so ein bisschen vermisse, ist neben allen Praktikabilitätsgesichtspunkten, die da formuliert werden, für die Sicherheit Deutschlands zu arbeiten, eben die Abwägung, die stattfindet, Grundrechtseingriff gegen Risiken irgendwie abzuwägen, wofür gibt es parlamentarische Kontrollgremien, das scheint mir doch in der Nachschau etwas verklärt zu werden. Und dass sich Herr Hanning nun ausgerechnet nicht an den Betrug gegenüber der G10-Kommission erinnert, obwohl er eigentlich auf beiden Seiten unterwegs war, nämlich einmal als BND-Präsident, dann als Staatssekretär des Innern, bedauere ich auch. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir doch noch etwas konkretere Aussagen bezüglich dieser Dinge heute hören. Aber bisher ist das latent unbefriedigend, auch wenn man gerade so einen Vorgang wie den Freibrief oder den Letter of Authorization anguckt, wo man eben ganz gezielt Einfluss auf große Unternehmen genommen hat, um sich über ihre rechtlichen Bedenken hinwegzusetzen. Wir werden in diese Richtung weiter fragen. Dass die NSA in Deutschland tätig ist, hat ja, wenn ich das Herrn Hanning richtig verstanden habe, für ihn gar keine so große rechtliche Relevanz. Also wenn ich ihn richtig interpretiere, hat er gesagt, es ist schon in Ordnung, dass sie das hier machen und sie müssen sich hier nicht an deutsches Recht halten. Ja, den Eindruck hatte ich auch, also dass die NSA hier tätig ist, ist das eine, aber dass sie sich hier eben nicht an die Gesetze halten muss, das andere. Und man hatte schon den Eindruck, dass er mit dem Ausspruch von Frau Merkel, abhören unter Freunden, das geht gar nicht, nichts anfangen kann. Und das zeigt dann eben auch, was das Problem ist. Wenn man in Deutschland an die Glasfaser gemeinsam mit den Amerikanern geht, wenn man in Deutschland, wie wir gestern Abend zu später Zeit noch besprochen haben, mit amerikanischen Militärgeheimdiensten Flüchtlinge in Deutschland verhört oder sogar diese Dienste, die Flüchtlinge alleine verhören lässt, dann begibt man sich in sehr schwieriges Terrain mit einem Partner, der eben extralegale Tötungen gutheißt und der sich meint, nicht an Recht und Gesetz halten zu müssen. Und eigentlich müsste Herr Hanning wissen, dass die Sensibilität zumindest in den USA gegenüber ähnlichen Kooperationen genau umgekehrt sehr viel höher ist. Also das möchte ich mal erleben, dass der BND an die Glasfaser in den USA geht und ein amerikanischer BND-Präsident dann sagt, ja, die Deutschen, die halten sich hier nicht an Recht und Gesetz, wissen Sie, so ist das Leben. Also ist irgendwie eine schwierige Aussage. Vielen Dank.